Es ist wieder soweit, die Volleyball-Bundesliga steht in den Startlöchern. Der 1,5 Liga-Cup ist vorbei. Ich war mit dabei, war ein geiles Turnier. Wahrscheinlich wird es auch wieder einen Vlog geben. Muss ich mal schauen, wie viel da wirklich cooles Material zusammengekommen ist. Aber wenn ihr den sehen wollt, dann natürlich abonnieren. Jetzt machen wir aber wieder eine Tierlist, wie auch letztes Jahr von den Bundesliga-Teams. Tierlist, ganz einfach, S bis A Ranking, wie stark ich denn die Teams einschätze. Von den Teams hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Es ist nur VCO Berlin wieder dazugekommen nach einem Jahr Pause und zweite Bundesliga. Und deswegen fangen wir auch gleich an. Ich gehe einfach in chronologischer Reihenfolge die Teams alle durch. Ich muss dazu sagen, ich habe alle Teams live gesehen beim Liga Cup, bis auf natürlich VCO Berlin, die waren nicht dabei. Freiburg und Bitterfeld-Wolfen. Das heißt, falls ich bei denen nicht ganz so sicher bin, wie sie gerade im Ranking stehen oder wie ich sie hier einschätzen soll, dann bitte verzeiht mir das. Aber wir fangen auch gleich mit Freiburg an. Es kann natürlich sein, dass ich dann im Laufe auch mal wieder ein bisschen hoch und runter schieben werde. Freiburg, ich setze sie einfach mal in D. Das bedeutet nicht, dass ich sie ganz, ganz unten sehe, weil es gibt ja natürlich auch noch ein paar Teams, oder kann ein paar Teams auf E drunter geben. Die Sache ist die, allgemein in der Bundesliga hat sich extrem viel getan mit Neuzugängen und Abgängen und nominell gesehen. Finde ich, ist da Freiburg nicht am schlechtesten, aber jetzt steht nicht so gut da wie teilweise die anderen. Glaube, wir können wieder die Bundesliga in zwei Hälften teilen und deswegen setze ich sie erstmal auf D. Natürlich mit dem Heimvorteil, mit den krassen Fans im Rücken, kann ich sie auch unterschätzen, aber meiner Meinung nach ist einfach vom Kader her und auch jetzt von der Leistung vom Liga Cup, würde ich sie erstmal in D setzen. Netzhoppers haben gute Transfers gemacht, unter anderem Theo Timmermann zum Beispiel von hier, das Logo, WWK, vom geilsten Club der Welt. Ich würde sie noch nicht, also ich finde, sie können eventuell oben mal ein Team ärgern. Ich glaube nicht, dass sie an diese obere Hälfte jetzt rankommen, obwohl sie echt gute Transfers gemacht haben. Jan Böhme kann man nicht viel sagen, ist ein guter Diagonaler. Theo Timmermann ist auch ein guter Außen. Da haben sie schon gute Transfers gemacht. Ich würde sie jetzt mal in D setzen. In C, sorry. Machen wir weiter. Einfach chronologisch hier die Reihenfolge, die ihr hier seht auf dem Bildschirm. ASV Dachau setze ich auch erstmal in D rein. Sie sind letzter geworden beim Liga Cup. Dazu muss man aber sagen, sie haben gerade extreme Verletzungsprobleme und ihnen fehlt ja noch ein Neuzugang. Ich finde den Kader eigentlich gar nicht schlecht. Sie haben einen neuen Außen, einen guten Außen dazu geholt. Natürlich haben sie viele wichtige Spieler verloren, unter anderem Daniel Kirchner zum Beispiel. Der hat sich auf Beachvolleyball fokussiert. Wenn ihr Kader voll ist, würde ich sie vor Freiburg setzen. Wir machen es auch hier wieder so, dass ich die Teams, die weiter links in der Spalte sehe, sehe ich vor den Teams, die weiter rechts sind. Baden-Volleys Karlsruhe, finde ich, ist, wenn man jetzt Transfers betrachtet, alle Teams, die Neuzugänge haben und alle Abgänge, hat Karlsruhe, finde ich, ist mit am schlechtesten weggekommen. Trotzdem finde ich, haben sie einen soliden Kader, aber ich finde, sie sind nicht auf dem Niveau von, also auf jeden Fall nicht von dem Niveau von Netzhoppers. Dachau glaube ich auch nicht. Wie man jetzt hier hin und her tauschen kann, ich würde Karlsruhe noch unter Freiburg sehen. Hersching, setzen wir mal an den Rand. Da will ich nämlich ganz am Schluss noch dazu sagen, weil natürlich kenne ich das Team am besten, das heißt, da kann ich am meisten dazu sagen. Machen wir mit Lüneburg weiter. Setze ich ins A-Tier. S-Tier, ich glaube, ihr wisst, wer da oben reinkommt und da werde ich auch niemand anders dazu setzen. Lüneburg, die hatten schon viele Abgänge, aber sie haben ein extrem junges Team und dadurch sehe ich sie am Anfang der Saison, also sie waren jetzt auch beim Liga extrem stark, verstehe mich da nicht falsch, aber ich sehe sie am Anfang der Saison noch schwächer, als sie dann am Ende der Saison sein werden. Und Ziel ist es ja eigentlich hier so quasi das Ranking am Ende der Saison plus eventuell noch Playoffs hinzubekommen. Und da sie ein extrem junges Team sind, sehe ich sie sehr stark, wenn es dann um die Playoffs geht.
und auch so Richtung Pokal-Halbfinale, Pokalfinale. Was ein Problem ist, dass sie Champions League spielen und diese Belastung, gut, ich weiß nicht, wie weit sie da kommen werden, aber diese Dreifachbelastung darf man nicht unterschätzen. Also Pokal sind zwar jetzt nicht so viele Spiele, aber es sind trotzdem auch Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und eventuell Finale, also vier zusätzliche Spiele in der Saison. Wenn du Champions League spielst, hast du mindestens mal die Gruppenspiele, da musst du extrem weit reisen. Und das kann auch durchaus einen Einfluss, einen starken Einfluss auf die Leistung des Teams haben, weil man einfach einen extrem tiefen Kader haben muss, um das zu kompensieren. Machen wir weiter. Gießen hat im Liga Cup gegen Lüneburg gewonnen, 3 zu 2, enges Match. Entschuldigung, ich setze sie aber ins B-Tier, weil durch den Abgang von Mitch Ayé haben sie aber einen sehr, sehr starken Spieler verloren, der erstmal kompensiert werden muss und der sie auch teilweise in Spielen einfach gerettet hat. Man muss dazu sagen, wenn er nicht performt hat, dann hat Gießen auch ziemlich schlecht ausgesehen. In manchen Spielen, Beispiel Pokal-Halbfinale gegen uns. Und deswegen setze ich sie ins B-Tier. Ich sehe auch, ich habe es vorher schon gesagt, Netzhoppers sehe ich nicht, dass sie da oben angreifen können. Ich sehe es auch nicht, dass Gießen da weiter abrutscht als Platz 6. Bitterfeld-Wolfen habe ich auch nicht viel gesehen. Da tue ich mir echt schwer. Diese Liste wird schon echt voll. Die D-Liste, die D-Tier wird echt voll. Ich würde Bitterfeld-Wolfen auch einfach in D-Tier setzen. Da könnt ihr gerne in den Kommentaren mich wissen lassen. Ich habe leider noch keine Spiele von ihnen gesehen. Wenn ich mir nur den Kader anschaue, würde ich sie einfach da in diese Vier, in dieses Vierergespann, wo ich Dachau noch als stärkstes sehe, reinsetzen. Ja, wenn ihr da andere Meinung seid, dann lasst mich doch sehr gerne in den Kommentaren wissen. Gut. Berlin. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Ich habe gerade festgestellt, dieses Icon ist hier ziemlich abgeschnitten, aber wir kennen alle das Icon. Ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren. Alex Walkenhorst hat gesagt, wenn Berlin hier keine perfekte Season macht, das ist eine Enttäuschung für sie. Da würde ich nicht ganz mitgehen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass mal bei einem Auswärtsspiel irgendwo im Süden am 27.09. beispielsweise Berlin mal was liegen lässt. Kleiner Hint, unser erstes Heimspiel. Ah, by the way, erstes Heimspiel. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Ich stehe mal auf. Wie geil ist denn bitte dieses neue Trikot? Also, wirklich. Richtig geiles Trikot für die neue Saison. Finde ich mein. Also, das Regenbogen-Trikot war schon auch richtig geil. Aber das hier ist fast schon bisher mein Favorite-Trikot. Da ist wieder richtig geil in die Trickkiste gegriffen worden von Social Media Marketing Abteilung. Also ist schon richtig geil. Aber zurück zur Tierlist. Berlin, sie haben echt viele krasse Abgänge zu verzeichnen, aber das haben sie auch richtig, richtig gut kompensiert und man muss dazu auch sagen, sie haben halt auch von Bundesliga-Konkurrenten quasi weggekauft, sage ich mal. Was jetzt, finde ich, verständlich ist. Also da ist das auch kein negativer O-Ton gemeint. Aber was ich vor allem Berlin diese Saison richtig, warum ich sie richtig stark finde, ist, weil sie eben diesen tiefen Kader haben. Was ich bei Lüneburg vorher angesprochen hat, die spielen Champions League. Also deren Ziel ist natürlich, Pokal wieder zu gewinnen, Meisterschaft zu gewinnen. Ich kann mir vorstellen, dass sie eventuell am Anfang der Saison ein paar Punkte oder auch Spiele eventuell auswärts zumindest liegen lassen, weil es einfach nur sinnvoll ist, erstens am Anfang die Prio auf Champions League zu setzen, weil in der Bundesliga, ganz ehrlich, die werden wahrscheinlich, also verstehe mich jetzt nicht falsch, aber die sollten auch so, ist wie bei Bayern München Fußball, die sollten auch so Erster werden. Und falls sie es nicht werden, ist es ihnen auch wurscht, weil es sind Playoffs und dann spielen sie halt gegen ein bisschen stärkere Gegner in den Playoffs. Aber wenn man Erster oder Zweiter wird in der Bundesliga, in der Vorrunde, ist es jetzt noch kein Weltuntergang. Und deswegen glaube ich, oder so, also sollen sie meiner Meinung nach die Trainingsbelastung, Periodisierung alles so anpassen, dass sie hinten raus stark werden
Weil da ist halt wichtig, dass sie dann Champions League möglichst weit kommen, Pokalfinale top sind und auch in den Playoffs. Und deswegen glaube ich auch, falls ihr irgendwo im Münchner Umfeld seid, schaut euch auf jeden Fall das Spiel von uns gegen die BR Volleys an. Erstens, brandneuer LED-Boden im BMW Park, das ist schon mal wert. Und ich glaube, wir können da schon eventuell was reißen gegen die. Also jetzt hier keine Versprechen, sondern auch Berlin. Aber ja. Machen wir weiter mit Düren. Düren hat gegen uns gewonnen. Im Spiel um Platz 5, jetzt beim Liga Cup. Aber ich sehe sie jetzt nicht ultra stark. Man muss dazu sagen, wir haben mit zwei 16-jährigen Mittelblockern gespielt. Also dieses Ergebnis würde ich jetzt nicht zu hoch ansetzen. Wir haben unseren Diagonalen Philipp John geschont. Deswegen, Düren war letzte Saison oberes Ranking, obere Hälfte, aber da Bottom. Deswegen, da würde ich sie auch einfach wieder hinsetzen. Haching, tut mir leid, Haching. Aber ich hatte euch letzte Saison schon da unten, aber ich sehe es wieder in die Richtung. Sie haben jetzt auch gerade, soweit ich weiß, zwei Verletzte. Ja, also Zuspieler ist an sich auf jeden Fall theoretisch vom Namen her besser geworden. Ja, weil da war auf jeden Fall ein großes Problem. Die Experten von Sponten und von Dein haben euch ziemlich hoch gelobt. Ich sehe das jetzt nach den zwei Testspielen gegen uns und nach dem Liga Cup jetzt nicht so gut, rosig. Deswegen da in E-Tier, leider. Entschuldigung. VfB, A-Tier. Ich habe es gesagt, vorher, ich sehe nur Berlin oben im S-Tier, deswegen keine Chance, da irgendjemanden oben reinzusetzen. Libero haben sie einen guten dazu bekommen, Lenny Graven, auch von uns von den WWK Volleys von letzter Saison. Guter Neuzugang, ist natürlich sehr stark, braucht man nicht drüber reden. Sie haben schon einen starken Kader, ich struggle gerade noch. Am Ende werden sie mich wieder als Besseren belehren. Letzte Saison hatte ich sie, glaube ich, so gesetzt. Diese Saison, glaube ich, muss ich es fast so machen. Weil einfach in Friedrichshafen, Playoffs, letzte Saison war halt Klatsch. Und deswegen glaube ich, setze ich sie wieder da rein. Ich glaube, das kommt ziemlich drauf an. Also, jeder erwartet, dass Berlin Erster wird. Und dann kommt es ziemlich drauf an, wer in der Regular Season hier von den beiden sich auf Platz 3, kann ja auch eine andere Mannschaft sein, aber wer sich dann auf Platz 2 und auf Platz 3 durchsetzt, weil. Dann eben von der Setzliste bis zum anderen Halbfinale und muss nicht im Halbfinale oder schon davor gegen Berlin ran. Und deswegen ist es extrem wichtig, glaube ich, da Platz 2 für sich in der Regular Season zu entscheiden. Ich mache einen Bold Call, obwohl wir das Finale Berlin gegen Friedrichshafen gesehen haben. Ich sage Lüneburg vor Friedrichshafen. VCU Berlin, tut mir leid, aber ich sehe nicht, dass VCU Berlin. Ein Spiel gewinnt, doch, vielleicht. Gegen einen anderen E-Team-Verein. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, die meisten sind sich einig, dass VCU Berlin ist okay, dass die jungen Spieler da spielen. Das sind alles Talente, die gefördert werden sollen, die in die Bundesliga reingebracht werden sollen. Ich habe da eine andere Meinung eventuell ein bisschen dazu, aber das ist ja wurscht. Trotzdem sehe ich sie im ganz unten, dass sie am Ende hier den letzten Platz ausmachen. Ja, was brauche ich da großartig drüber sagen? So, WWK Volleys. Lasst mich in den Kommentaren wissen, bevor jetzt hier jeder ausrastet. Das ist jetzt meine finale Liste. Ich sage gleich noch was zu Hersching. Aber lasst mich doch in den Kommentaren schon mal wissen, was ihr hier von dem Ganzen haltet. Ich glaube, wir sind uns bei Berlin alle einig. Falls da jemand anderer Meinung ist, dann definitiv schreiben. Aber bei den anderen, glaube ich, ist wieder großes Potenzial, darüber zu diskutieren. So, Hersching. Warum über Gießen? Gießen ist an sich gut. Aber ein Team, das halt auch einfach mal 2-0 vorne ist und noch 3-2 verliert. Die haben huge Up and Downs. Und ich vergleiche es ja immer mit letzter Saison. Mitch Ayi, riesiger Abgang. Und das schwächt Gießen. Ich fand, wir waren letzte Saison schon, das hat man auch, ich kann es nochmal sagen, im Pokal-Halbfinale gesehen,
Da ist richtig gut gelaufen bei uns, braucht man nicht drüber reden, aber da haben wir sie halt an die Wand geklatscht in Gießen. Gießen hat halt einen richtig krassen Heimvorteil, da braucht man nicht drüber reden, weil sie halt einfach eine krasse Fanbase, eine richtig laute Halle haben, da gewesen zu sein. Übrigens, falls ihr euch das nochmal anschauen wollt, ist in meinem Channel, kann ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung meinen Vlog verlinken. Da braucht man nicht drüber reden, dass Gießen einen richtig krassen Heimvorteil hat. Ich bin aber der Meinung, unsere Diagonalzuspielachse ist geblieben. Wir haben gerade, also hat man ja auch offensichtlich beim Liga-Cup gesehen, Verletzungsprobleme in der Mitte. Wir haben mit zwei 16-jährigen Mittelblockern gespielt, aber wir waren trotzdem nicht schlecht. Also das muss man auch dazu sagen, auch wenn das Ergebnis ein bisschen was anderes sagt. Ja, ich finde, wir haben uns auf Außen vor allem in der Tiefe verbessert. Wir haben zwei richtig, richtig gute Jugendspieler dort mit Wiesner, also Jannis Wiesner und Laurenz Welsch. Wir haben zwei erfahrene Spieler mit Danny Groveus und Victor Rodriguez Perez. Wir haben einen richtig guten Libero dazu bekommen. Mittelblocker haben sich auch kaum verändert. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir einfach von der Komplettheit des Kaders und des Teams besser geworden sind. Und dadurch, dass wir auch nicht so viel Transfers gehabt haben, einfach ein immer noch gutes Team auch im Teamgefüge sind. Gut, das kann ich jetzt halt nicht bei den anderen Teams einschätzen. Friedrichshafen, Lüneburg und natürlich auch Berlin würde ich noch besser einschätzen. Aber ich sehe uns dieses Jahr übergießen. So, Katze ist raus aus dem Sack. Das ist mein Ranking. Wie gesagt, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr denkt. Lasst mich auch in den Kommentaren wissen, was ihr hier von diesem geilen Jersey haltet. Und by the way, auch die Cap. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns am 27.09. beim ersten Heimspiel gegen die BR Volleys.